Mein absoluter Lebensinhalt war immer Sport machen. Ich war beim VfB Stuttgart in der B-Jugend zum Training mit Timo Hildebrand. Und mit Krankheiten hatte ich bis dahin überhaupt noch nichts zu tun. 1999 kam dann der erste Schub und am Morgen war mein rechtes Auge einfach schwarz. Also ich habe da nichts mehr gesehen. Multiple Sklerose wurde diagnostiziert. Mit der Diagnose war der Sport erstmal weg. Ich bin in eine Depression gefallen. Die Familie war geschockt. Hilfe wollte ich keine annehmen, aber ich wollte davon zu der Zeit nichts wissen. Also durch den Konflikt, den ich in mir hatte, habe ich sehr viele Schübe ausgelöst. Ich habe die Geschichte immer noch im Kopf. Als ich meinem Stationsarzt erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen möchte, da hat er mich nur angeguckt und mich gefragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Ich war 8 Jahre Geschäftsführer der GmbH. Das war der richtige Weg für mein Leben, aber die Selbstständigkeit, die hat ihr Ende. Es wird eine ganz neue Zukunft. So ist mein Leben. Es passieren immer wieder Dinge, die sind nicht vorhersehbar. Und positiv der Sache gegenüber eingestellt sein kann ich, wenn ich mental entspannt bin. Alles ist Kopfsache, was das betrifft. Die Multiple Sklerose und ich stehen uns ganz gut und wir kommen gut miteinander aus und ergänzen uns auch ganz gut und passen aufeinander auf. Hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal gern Nordic Walking mache, hätte ich ihn auch ausgelacht. Aber ich habe einen Bewegungsdrang, den habe ich seit ich ein kleines Kind bin und der geht auch nicht weg. Ich bleibe immer ich, trotz MS.